alt, spielt seine vierte Saison bei uns. Ist mit 16 Jahren angefangen. Er ist dort Norddeutscher und deshalb auch unser Kapitän. Ist ein sehr guter Rebounder, obwohl er etwas anders heißt, ist sehr guter Verteidiger. Seine Schnelligkeit im Fastbreak ist gefürchtet, hat im Sommer an seinem Dreier gearbeitet und ist mittlerweile vom Quotienten der beste Dreierschütze im Team. Das ist unser Sportler des Jahres 2013, Joshua Dominguez! Er ist für mich der beste 1994er Point Guard Deutschlands, obwohl er nicht in der Nationalmannschaft spielt, aber wir haben auch nicht immer Ahnung. Seine Schnelligkeit, seine tolle Penetration und sein Dreierwurf zeichnen ihn sicherlich aus. Er ist ein guter Assistgeber geworden und er hat sich trotz seiner Verletzung seines Handbruchs im Januar seinen Platz zurückerkämpft, sowohl bei Phoenix als auch bei uns. Er ist der Floor General Niklas Gieske. Ist mit 17 hier gestartet. Kommt eigentlich aus Brinkerfeld. Ich möchte sagen, mittlerweile ist er Iserlohner. Er spielt seit 2 Jahren mit Doppellizenz bei Phoenixhagen, war einmal im Final Four der NBBL, ist Jugendnationalspieler der U16, U18 gewesen, ist für mich ein sehr kreativer Spieler, der für sich und andere kreieren kann, spielintelligent wie ein Point Guard bei 2 Meter Größe, athletisch hat er sich enorm verbessert. Er ist der beste Small Forward in der Liga. Ist belgischer Jugendnationalspieler gewesen, kam zu uns aus England von den Mersey Tigers aus Liverpool, hat dort im letzten Jahr in der ersten Liga in England nicht ein einziges Spiel gewonnen. Aber was Matthias und ich nicht gesehen haben, hat er auf jeden Fall gebracht, denn er sollte als Rollenspieler auf die Position 2, 3 und 1 für uns einspringen. Hat uns enorm verstärkt, ist ein konstanter Schütze, kann seinen Schuss wie kein anderer kreieren und einer der besten Verteidiger. Gewesen. Er ist immer gut drauf, nearly everybody's darling, OJ, hat einen guten Schuss, guten Drive, gute Athletik.
Athletik, guter Assistgeber, guter Rebounder, guter Slasher. Er ist das komplette Paket. He is complete package. And we are proud to present the gentleman, Mr. Orlan Jackman. Stimme, 22 Jahre alt, ist ebenfalls die sechste Saison dabei, der zweite Oli, den wir im Team haben, hat mit 16 gestartet, ist halt Center und Power Forward, ein echter Iserlohner, auch wenn er aus Nachod kommt, hat zwei Jahre in der NBWL bei Phoenix Hagen gespielt, ist ein schneller Center mit Spielverständnis, hat den besten Mitteldistanzwurf im Team und ist deshalb auch auf die Power Forward Position gerückt, hat oftmals in den letzten Jahren seine Rolle im Team übererfüllt und ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Begrüßt Sie Big O, Olaf Hostel! Unsere Nummer 32 ist der älteste im Team, sehr alt, 30 Jahre alt. Er kam im Dezember mit ihm gespielt und kommt von der legendären Wake Forest University. Für uns war es ein großes Risiko, ihn zu verpflichten, aber wir haben es definitiv nicht bereut. Denn relativ schnell, nach drei Wochen, hat sich Chris bei uns integriert und hat sehr häufig das Spiel des Gegners verändert. Aufgrund seiner enormen physischen Präsenz. Er hat einen super Schuss, wie wir es heute gesehen haben. Er ist unser bester Freiwerfer, der beste Rebounder, ein Shotblocker. Er gibt alles für sein Team, ist unheimlich fokussiert. Spielt bereits seine zweite Saison, ist mit 15 gestartet. Ist auch ein echter Iserlohner, kommt auch aus Nachod, tolles Dorf da. Hat zwei Jahre in der JBL gespielt, spielt jetzt in der NBBL bei Phoenix. Ist aktueller Jugendnationalspieler und eines der größten Talente seines Jahrgangs. Deshalb hat er auch einen Vertrag mit Phoenix, einen Fördervertrag bis 2017 bekommen. Der hat sich mit einem riesigen Schritt weiterentwickelt. Für mich ist es der Most Improved Player dieses Jahr. Er kann sich bereits jetzt im 1 gegen 1 setzen, was auf der Position normalerweise erst ab 25 gelingt. Er ist einfach ein riesen Junge. Hat einen guten Schuss innerhalb der Zone und ist der Rookie Marcel Kissen! Hat etliche Jahre als Spieler in Iserlohn gespielt, hat mit 14 angefangen, seitdem kenne ich ihn auch schon. Hat 13 Jahre als Profi gespielt und ist halt Trainer, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche Trainer ist. Er ist sehr hart, aber der würde alles für seine Jungs tun. Er hat es geschafft, in einer wirklich abgezockten Liga, wir haben heute Bilder von euch gesehen, mit ehemaligen Zweit- und Erstligaspielern, und so gibt es viele Mannschaften, und er hat es geschafft, in wirklich dieser abgezockten Liga seinen Plan durchzusetzen, und sein Plan war, die beste Liga steigt auf. Und er will Leute entwickeln. Er hat einen Plan, Konzept, großer Akribie, und hat seine Ziele verfolgt, hat das den Jungs klar gemacht, und er ist für mich der beste Trainer, den ich kenne, und ich kenne viele Trainer, unser Coach, Matthias! Thank you.
von Fritz Effekt und wollte sein Know-how, was er aus der Beratung hat, auch dem Sportbereich zur Verfügung stellen. Mein bester Freund. Wir haben lange in den Urlauben darüber gesprochen. Er hat es vor 3 Jahren wahrgemacht. Hat festgestellt, dass auch eine Mannschaft ein Unternehmen ist, Führung ähnlich läuft. Und hat vor allem Matthias und mir in der Anfangsphase sehr geholfen. Die Spieler standen also zur Verfügung, hin und wieder ist das genutzt worden. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Wir haben keinen Chaka mit ihm gemacht. Er ist der Denker. Medizinstabteilung. Wir haben einen Arzt, der ist schon immer dabei gewesen. Der war jahrelang der Topscorer der ersten Herrenmannschaft in den 80er und 90er Jahren. Ich habe selber das Glück gehabt, mit ihm zusammenzuspielen. Er ist immer für sein Team da. Er ist mit Leidenschaft und Herz bei der Sache. Er ist so professionell, dass es unser Thomas hat ein Haus in Holland, da ist er manchmal auch. Und da gibt es jemanden, der ist nicht nur Ersatz, sondern ist genauso mit ganzem Herzen dabei. Mechtel Kremer, ich weiß nicht, ob sie hier ist. Aber ein riesen Applaus für Mechtel Kremer, für Roderich Brenne, der uns auch seit Jahren schon unterstützt und eine sehr lange Verbundenheit zu uns hat. Und den beiden Ärzten, Dr. Ritter, Dr. Quenkenstedt aus Hagen, die unsere Spieler betreuen, und Dr. Thomas Schmidt aus Iserlohn. Schönen Dank dafür. Mitglied. Das ist nämlich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen der Mann, der alles weiß von den Spielern, der weiß alles. Das ist unser Physiotherapeut. Das ist der beste Physio, den wir je gehabt haben. Er kennt jeden Spieler aus dem FF und er beginnt seine Therapie meistens dann, wenn die Verletzung gerade angefangen hat. Wir haben schon Leute, die lagen auf dem Boden und wurden schon sofort therapiert. Er macht für seine Jungs alles möglich, genießt das volle Vertrauen des Teams und bringt sie mittlerweile auf Auswärtsfahrten ein. Der ist per SMS oder WhatsApp immer zu erreichen, meldet sich manchmal erst 5 Stunden später, aber er ist für die Jungs da. Wir bedanken uns bei David Lopez vom Prophysio, der das möglich gemacht hat, aber unser Mann, der heißt Jens Rohr.